Hey, Süße. Nein, nein, nein. Sie sind wohl... Du wirst es lieben. Jetzt werden wir... Ah, bitte, bitte. John, haben wir gestern so früh am Morgen... Oh. Was geht denn hier vor? Niemand hat mir gesagt... Ich denke, ich sollte fragen, was hier vor sich geht. Schatz, Schatz, beruhige dich. Miss, das muss ein Fehler gewesen sein. Ist das 9A Lincoln Road? Nein, das ist Lincoln Road 9. Sie suchen das Haus nebenan. Das ist peinlich. Ich hatte die falsche Adresse. Ich kann Sie hinaus begleiten. Oh nein, 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 ich schaff das schon. Danke. Entschuldigen Sie nochmal. Ich bringe Sie trotzdem raus, sonst verlaufen Sie sich wieder. Aha. Schatze, ich bin sofort wieder da. Nicole. Ich hab doch gesagt, wir verschieben das Treffen auf Sonntag. Oh, John, entschuldige bitte. Wir treffen uns normalerweise samstags. Ich habe alles durcheinander gebracht. Nächstes Mal, schick mir einfach ein SMS, okay? Okay. Charlotte, ist alles in Ordnung? Was denkst du denn? Nun, die Dame hat einen Fehler gemacht. Das kann passieren. Verstehst du denn nicht? Sie ging zum Haus der Summers. Ich meine, Howard und Lila sind erwachsen, also das ist ihre Sache. Nein, ist es nicht. Sie wollte eindeutig den Ehemann sehen und nicht die Frau. Du hast gesehen, wie überrascht sie war, als ich hereinkam. Okay, na und? Was meinst du mit na und? Lila ist so lieb und nett und sie verdient es zu wissen, dass ihr Mann sie betrügt. Okay. Ich meine, wäre ich in der gleichen Situation, würde ich gerne wissen, dass das mein... Das würde ich nie. Ich weiß, du würdest nie, aber Howard. Und er schien so, als wäre er ein anständiger Mann. Schatz, das geht uns nichts an. Aber... Versprich es mir. Versprich mir, dass du dich nicht in ihre Angelegenheiten einmischst. Allerdings... Werd bloß nicht zu einer... klatschenden Hausfrau. Wen? Klatschende Hausfrau, du weißt schon. Versprich es mir. Na gut. Hm? Ich verspreche es. Gut. Bist du jetzt glücklich? Noch nicht ganz. Oh, oh. Du hast deine Zähne noch nicht geputzt. Okay, ich putze sie jetzt und dann... Und dann isst du dein köstliches Frühstück, welches der Schlüssel zu einem gesunden Darm ist. Hi, Lila! Hi, Charlotte! Weißt du, wir wohnen schon so lange nebeneinander, aber wir hatten noch keine Möglichkeit, uns richtig kennenzulernen. Ich dachte mir, das ändern wir jetzt. Oh, so lieb von dir, aber ich habe heute keine Gäste erwartet, also kein Problem, ich bleibe nicht lange. Wow, was für ein einzigartiges Design. Gefällt es dir? Aha. Howard hat es selbst entworfen. Wirklich? Ja. Apropos Howard, ist er eigentlich hier? Ja, sicher. Baby? Baby! Charlotte, hallo. Hi. Wow, was ist das denn? Ist das ein Kirschkuchen? Mein bestes Gericht. Fantastisch. Endlich gibt's mal was Richtiges in diesem Haus. Baby, magst du nicht, wie ich koche? Was erzählst du da bloß, Baby? Die Art, wie du unsere Mikrowellengerichte warm machst, ist einfach unglaublich. Und übrigens, am besten gelingt mir Mac and Cheese. Kann ich bitte etwas Wasser haben? Wasser? Oh ja, klar. Kaffee, Tee? Tee? Kaffee. Ich komme gleich.
Liebe dich, Babe. Ich liebe dich mehr. Außerdem, das ist ein super hübsches Haarband, das du da trägst. Ich weiß alles. Worüber denn? Ich weiß, dass du deine Frau betrügst. Wovon redest du überhaupt? Aber woher weißt du? Das spielt keine Rolle. Aber du musst es ihr sagen. Sie verdient es, die Wahrheit zu wissen. Ich habe gedacht, niemand würde es herausfinden. Ich habe solche Angst, es ihr zu sagen. Ich weiß. Aber sobald du es erzählst, geht es dir so viel besser. Die Wahrheit heilt. Ich glaube an dich, Howard. Du schaffst das. Und ich werde für dich beten. Zucker? Kann ich jetzt rausgehen? Nein, das hinterlässt Spuren. Howard, was für eine Überraschung. Charlotte. Du hattest zu 100% recht. Lila hat schon seit langer Zeit vermutet, dass es zwischen uns nicht mehr so wie früher läuft. Als ich hier alles gestanden habe, war das so eine Erleichterung. Steve und ich, wir sind dir unendlich dankbar. Steve? Du hast uns doch gesehen. Hast du doch, oder? Vermutlich in meinem Auto. Wir waren ein bisschen rücksichtslos und... Steve? Aber was ist mit dieser Frau? Welche Frau denn? Charlotte, ich bin schwul. Nein. Du bist nicht schwul. Da war dieses Cowgirl. Schon vergessen? Wahrscheinlich wirst du mich da mit jemandem verwechselt haben. Wir sehen uns, Süße. Mhm. Komm. Du Schmutziger. Ich will nur reden. Ist das euer Familiending oder sowas? Komm rein. Du wirst nie wieder zu meinem Mann in dieses Haus kommen. Und weißt du warum? Weil ich ihn da rausschmeiße, sobald ich mit dir hier fertig bin. Und es ist alles deine Schuld, weil bevor du aufgetaucht bist, war unsere Ehe in Ordnung. Wie lange ist es her, dass ihr etwas Romantisches gemacht habt? Ich bin... der romantischste Mensch auf der Welt. Lies mal deine Nachrichten laut vor. Okay. Kaufe Toilettenpapier, Kartoffeln. Guten Morgen, Schatz. Wir brauchen Katzenstreu. Na und? Muss ich ihm etwa Gedichte schreiben oder was? Steh auf, komm schon. Steh auf, steh auf. Öffne deinen oberen Knopf. Und krümm deinen Rücken so. Und so. Okay. Oh ja,
siehst du? Und keine Sorge, er liebt dich noch immer. Lüg mich nicht an! Dein Geburtstag ist am 3. Februar. Du wischst den Boden zweimal am Tag und hast ein Nachthemd für jeden Wochentag. Du kannst es nicht ausstehen, wenn jemand am Abend die Zähne nicht putzt. Wir reden einfach miteinander, wenn du das noch nicht kapiert hast. Er hat keine Geliebte, ich weiß es ja. Und das Wichtigste daran ist, ihr müsst die Dinge nur ein bisschen aufpeppen. Denk immer an den Rücken. Viel Glück. Nun, besonderes Abendessen? Gibt es irgendwas zu feiern? Ja, gibt es. Setz dich. Es ist schön, zu Hause zu sein. Ich hatte heute so viel zu tun auf Arbeit. Stell dir vor, sie haben uns Rohmaterial geliefert. Ich musste alles zurückschicken und jetzt wieder 3 Wochen warten. Wie war dein Tag? Oh, ich habe herausgefunden, dass Lila und Howard sich getrennt haben. Was, warst du bei ihnen? Ja, aber nicht wegen dem, was du denkst. Eigentlich ist Howard schwul. Also, warum hast du mir nichts gesagt? Ich wusste nicht, dass er schwul ist. Nein, nicht das. Warum hast du nicht gesagt, dass dir etwas in unserer Ehe gefehlt hat? Ich habe das angedeutet. Dir ist es nur nie aufgefallen. Ich weiß, das stimmt. Es tut mir so leid. Nein, nein, komm schon, mir tut es leid. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Nein, nein, das musst du nicht. Es ist so, als wäre ich aufgewacht von einem sehr, sehr langen Schlaf. Und jetzt gerade möchte ich nur, dass du mir versprichst, dass es keine Geheimnisse mehr zwischen uns geben wird. Ich verspreche es. Also, was kann ich dir anbieten? Was meinst du? Alles, was du willst. Hi! Gary hier, der Showrunner von Dramatize Me. Vielen Dank an euch Dramatizers dafür, dass ihr uns folgt und unsere Videos anschaut. Wir wissen, wie gern ihr unsere Geschichten habt. Daher freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir einen neuen Kanal namens Lovebuster starten. Dort könnt ihr noch mehr exklusive Geschichten über Liebe und Beziehungen sehen. Also, klickt den Link in der Beschreibung, abonniert und schickt ihn an eure Freunde weiter. Alles Liebe und bis bald.